Hallo und willkommen zum zweiten Modul unserer Serie. Im letzten Modul haben wir davon gesprochen, wer bin ich? Es gibt Definitionen für wer bin ich? Ich bin ein Mann, ich bin eine Frau, ich bin ein Lehrer, ich gehöre zu der Gruppe der Motorradfahrer, zum Chor in der Kirche von so und so oder ich bin freundlich, ich bin herzlich, was auch immer. Das scheint auf uns hinzudeuten, aber sind wir das wirklich? Es ist eine äußere Betrachtung von dem, was wir vielleicht sind, was zu uns gehört, aber sind wir das wirklich? Die Spiritualität suchte auf die Frage, wer bin ich, eine Antwort, indem sie sagte, wir sind das Alleine. Wir sind nicht das, was wir hier so sehen, sondern aus ganz anderer Qualität. Eine transzendente Wahrheit. Ich denke, es sind mehrere Dimensionen des Seins, aber um was es mir hier geht, ist eine Verbindung der verschiedenen Ansätze. Dazu gehören spirituelle Techniken, dazu gehören Techniken aus anderen Bereichen. Wer bin ich auf dieser Welt, in diesem Leben? Wer bin ich in meinem Leben? Und ich habe es im letzten Modul gelassen mit der Frage, hören Sie Ihre inneren Stimmen? Erkennen Sie sie? Was sagen Sie? Es geht um eine Integration dieser inneren Stimmen. Bislang waren wir gewohnt, die guten Stimmen anzunehmen, wenn wir sie überhaupt hörten, und die schlechten Stimmen abzulehnen. Ich möchte nicht ärgerlich sein, ich möchte nicht dieses innere Aufgeregtheit in mir haben, ich möchte keine Angst in mir haben, also drücke ich sie weg. Das ist der klassische Ansatz. Aber damit drücken wir einen Großteil von uns selbst weg. Und wie wir mittlerweile aus der Psychologie wissen, alles, was wir unter den Teppich kehren, hat Macht über uns. Es wird irgendwann, wenn wir den Deckel nicht mehr zuhalten können, wird es nach außen kommen und uns überfluten und uns in die Hand nehmen, sodass wir nicht mehr wirklich Herr unserer selbst sind. Also, wie kann ich erfahren, wer bin ich wirklich? Es gibt viele gute Ansätze. Ein, über den ich gerne etwas ausführlicher sprechen möchte, ist das Enneagramm. Eine Typologie, die die Menschen in 9 Typen einteilt, mit jeweils 3 Untertypen, so dass man relativ leicht erkennen kann, wie Menschen gepolt sind, sobald man erkannt hat, zu welchem Typ sie gehören. Aber es geht ja um uns. Und zu welchem Typ gehören Sie? Ich habe ausführliche Kurse gemacht in Enneagramm mit Claudio Naranjo. Und für mich war es so erstaunlich, als wir uns zusammenbrachten, Menschen des gleichen Typs und miteinander sprachen und dann Leute was erzählten und ich sagte, ah, du auch? Bei dir ist das auch so und die anderen auch. Oh, bei dir ist das genauso. Und ich dachte immer, ich bin ganz allein auf der Welt. Mit diesen Gedanken, mit diesen Gefühlen, mit diesen Handlungsweisen. Es ist wirklich sehr spannend zu erfahren, dass wir gar nicht so individuell sind, wie wir denken, sondern dass es viele Menschen gibt, die ganz, ganz, ganz ähnlich wie wir denken, fühlen, agieren, reagieren. Und dann auch Menschen gibt, und zwar ziemlich viele, die anderen 8 Typen, die ganz, ganz anders denken, fühlen, agieren und reagieren. Und das kann uns sehr viel helfen im Umgang mit anderen Menschen. Denn irgendwie denken wir doch, so wie wir selber sind, müssten eigentlich alle sein und das, was wir denken und fühlen, das ist das Richtige. Aber wir werden dann sehen, dass es nicht so ist, wenn wir die anderen Enneatypen kennenlernen. Und wir werden sehen, dass viele Anlässe zu
Konflikten und Zerwürfnissen einfach darin bestehen, dass wir grundsätzlich anders gepolt sind. Ein anderer Enneatyp, ein Mensch eines anderen Enneatyps, reagiert auf bestimmte Situationen auf eine ganz bestimmte Weise als wir selber. Und das heißt nicht, dass es falsch ist. Es ist einfach nur anders. Und wenn wir das verstehen, das ist der erste Schritt zu einem Verständnis untereinander. Soweit heute. In den nächsten Modulen werde ich weiter über ähnliche Ansätze sprechen, möglicherweise auch über die einzelnen Enneatypen. Sie können gerne Fragen an mich stellen. Ich bin gern bereit, darüber Auskunft zu geben. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Welt, in diesem Leben, wer bin ich in meinem Leben? Und ich habe es im letzten Modul gelassen mit der Frage, hören Sie Ihre inneren Stimmen? Erkennen Sie sie? Was sagen Sie? Es geht um eine Integration dieser inneren Stimmen. Bislang waren wir gewohnt, die guten Stimmen anzunehmen, wenn wir sie überhaupt hörten, und die schlechten Stimmen abzulehnen. Ich möchte nicht ärgerlich sein, ich möchte nicht dieses innere Aufgeregtheit in mir haben, ich möchte keine Angst in mir haben, also drücke ich sie weg. Das ist der klassische Ansatz. Aber damit drücken wir einen Großteil von uns selbst. Aber sind wir das wirklich? Die Spiritualität suchte auf die Frage, wer bin ich, eine Antwort, indem sie sagte, wir sind das Alleine. Wir sind nicht das, was wir hier so sehen, sondern aus ganz anderer Qualität. Eine transzendente Wahrheit. Ich denke, es sind mehrere Dimensionen des Seins, aber um was es mir hier geht, ist eine Verbindung der verschiedenen Ansätze. Dazu gehören spirituelle Techniken, dazu gehören Techniken aus anderen Bereichen. Wer bin ich auf dieser Weg? Und wie wir mittlerweile aus der Psychologie wissen, alles, was wir unter den Teppich kehren, hat Macht über uns. Es wird irgendwann, wenn wir den Deckel nicht mehr zuhalten können, wird es nach außen kommen und uns überfluten und uns in die Hand nehmen, sodass wir nicht mehr wirklich Herr unserer selbst sind. Also, wie kann ich erfahren, wer bin ich wirklich? Es gibt viele gute Ansätze. Ein, über den ich gerne etwas ausführlicher sprechen möchte, ist das Enneagramm. Eine Typologie, die die Menschen in 9 Typen einteilt, mit jeweils 3 Untertypen. Hallo und willkommen zum 2. Modul unserer Serie. Im letzten Modul haben wir davon gesprochen, wer bin ich? Es gibt Definitionen von wer bin ich? Ich bin ein Mann, ich bin eine Frau, ich bin ein Lehrer, ich gehöre zu der Gruppe der Motorradfahrer, zum Chor in der Kirche von so und so. Oder ich bin freundlich, ich bin herzlich, was auch immer. Das scheint auf uns hinzudeuten, aber sind wir das wirklich? Es ist eine äußere Betrachtung von dem, was wir vielleicht sind, was zu uns gehört, so dass man relativ leicht erkennen kann, wie Menschen gepolt sind, sobald man erkannt hat, zu welchem Typ sie gehören. Aber es geht ja um uns. Und zu welchem Typ gehören sie? Ich habe ausführliche Kurse gemacht in Enneagramm mit Claudio Naranjo. Und für mich war es so erstaunlich, als wir uns zusammenbrachten, Menschen des gleichen Typs und miteinander sprachen und dann Leute was erzählten und ich sagte, ah, du auch? Bei dir ist das auch so und die anderen auch. Oh, bei dir ist das genauso. Und ich dachte immer, ich bin ganz allein auf der Welt mit diesen Gedanken, mit diesen Gefühlen, mit diesen Handlungsweisen.